Zu uns kommen überwiegend Jugendliche im Rahmen einer schulischen Exkursion und die experimentieren dann meistens mit DNA. Das hat mich auf jeden Fall begeistert, dass das hier so groß ist und auch so professionell und dass wir auch mittendrin sind. Hier gibt es natürlich alles und auch so Sachen wie in Serien und sowas, was man mal auf Netflix sieht manchmal. Die Schülerinnen und Schüler, die berichten immer wieder, dass sie einfach nur dieses praktische Experimentieren so super finden.